Zum Thema parametrische Gleichungen ersten Grades. Starten wir sofort mit einem konkreten Beispiel. Wann ist eine Person mit Alter groß M doppelt so alt wie eine andere Person mit Alter klein m? Mit Absicht ist hier der Buchstabe klein m gewählt und hier der Buchstabe groß M, weil die erste Person älter sein muss als die zweite Person, damit das überhaupt funktioniert. Diese Aufgabe führt zu dieser Gleichung ersten Grades in einer unbekannten x und enthält zwei Parameter, m, klein m und groß M. Der Wert von klein m hängt von der gewählten Person ab, sowie auch der Wert von groß M. Deshalb sind diese zwei Buchstaben klein m und groß m Parameter, weil ihr Zahlenwert von der Gegebenheit abhängt. Ein Parameter ist also eine Zahl, deren Wert je nach den Gegebenheiten ändern kann. Ein konkretes Beispiel aus der Physik: die Fallbeschleunigung. Wir wissen, wenn ein Körper senkrecht runterfällt, so steigt seine Geschwindigkeit, das heißt, der Körper ist beschleunigt. Die Beschleunigung nennt man in dem Falle klein g und um die Distanz, das heißt die schon gefallene Strecke zu berechnen, multipliziert man klein g mit dem Quadrat der Zeit, die vergangen ist, geteilt durch 2. Ganz wichtig in Physik, die Einheiten. Eine Distanz wird immer in Meter ausgedrückt, eine Zeit immer in Sekunden und die Fallbeschleunigung also in Meter pro Quadratsekunde. In Belgien ist der Wert von dieser Zahl g 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Am Äquator, da ist die Fallbeschleunigung etwas kleiner, wegen der Erdrotation. Und am Nordpol ist die Beschleunigung etwas größer. Ein berühmter Wissenschaftler, der sich sehr viel damit beschäftigt hat, war der Italiener Galileo Galilei. Kommen wir jetzt zu einem konkreten Beispiel. Nehmen wir einmal an, ein Physikexperiment führt zu dieser Gleichung ersten Grades, die aber einen Parameter m enthält. Und es gilt jetzt, diese Gleichung zu lösen. Wir gehen vor wie immer. Die Zahl 2, die hier teilt, setzen wir rechts rüber, dann multipliziert die da aber alles. Und die Zahl 3, die hier teilt, setzen wir links rüber, die multipliziert dann da aber alles. Das führt sofort zu dieser Gleichung. Es gibt auch Leute, die sagen, in dieser Gleichung multiplizieren wir beide Seiten mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfacher von 2 und 3, das heißt mit 6. Wir multiplizieren hier mit 6 und rechts auch. Die 6 kürzt sich dann mit der 2 weg, dann bleibt hier eine 3, die auf dieses Binom verteilt wird. Das ergibt dann 3mx minus 9. Die 6 auf der rechten Seite, die kürzt dich mit der 3 weg, dann bleibt eine 2 und diese 2 wird auf dieses Binom verteilt, das führt dann zu 2x plus 8. Beide Verfahren sind okay, beide Verfahren führen zu dieser Gleichung. Wir setzen diesen Term 2x jetzt noch links rüber, der wird dann dazu minus 2x. Wir setzen minus 9 rechts rüber, die wird dann dazu plus 9. Auf der linken Seite steht dann 3mx minus 2x, wo wir x noch ausklammern können. Und auf der rechten Seite steht dann 8 plus 9, das heißt 17. Um jetzt weiter zu verfahren, müssten wir noch diese Klammer zur rechten Seite rübersetzen. Da die links multipliziert, wird sie rechts teilen. Aber Vorsicht! Durch 0 darf man nicht teilen. Es könnte ja sein, je nach dem Wert von m, dass diese Klammer 0 wäre. Also, ab hier müssen wir eine Diskussion beginnen und sagen, erstens, wenn diese Klammer 0 ist,
dann dürfen wir nicht teilen. Schauen wir, wann die Klammer 0 ist. Das ist, wenn m genau den Wert 2 Drittel hat. In dem Fall wird unsere Gleichung zu dieser und wir suchen alle möglichen Zahlenwerte für x, die multipliziert mit 0 17 ergeben. Solche Zahlen gibt es nicht, denn jede reelle Zahl multipliziert mit 0 ergibt immer 0 und niemals 17. Somit ist die Lösungsmenge leer und die Gleichung ist unmöglich. Der erste Fall ist somit abgeschlossen. Jetzt kommt also der zweite Fall. Was ist, wenn diese Klammer nicht 0 ist? Das heißt, wenn m nicht 2 Drittel ist. In dem Fall dürfen wir teilen. Somit wird x also gleich zu 17 geteilt durch 3m minus 2. Hier nochmal, wir dürfen diese Zahl als Nenner schreiben, denn sie ist ja nicht 0. Wir sind in dem zweiten Fall. X ist also gleich zu dieser Zahl und somit haben wir die Lösungsmenge bestimmt. Es ist die Menge, die als einziges Element die Zahl 17 geteilt durch 3m minus 2 enthält. Die Diskussion dieser parametrischen Gleichung ist somit gut strukturiert. Achtet gut auf die Struktur einer Diskussion. Erster Fall, wenn die Vorzahl von x 0 ist, das heißt dann und genau dann, wenn, man muss den Fall immer bezüglich m beschreiben. Also dann und genau dann, wenn m 2 Drittel ist. Dann führt die Gleichung zu dem da und die Lösungsmenge ist leer. Jetzt kommt der zweite Fall, wenn die Vorzahl von x nicht 0 ist. Auch dieser Fall soll immer bezüglich m beschrieben werden, bezüglich des Parameters m. So führt diese Gleichung zu dieser und wir haben unsere Lösungsmenge. Noch eine Bemerkung dazu. Der Parameter m kann ja verschiedene Werte annehmen. Nehmen wir einmal an, in dem Physikexperiment habe m den Wert 1. Wenn m 1 ist, dann ist m nicht 2 Drittel, also sind wir im zweiten Fall. Die Gleichung wird dann zu 1 mal x, also x minus 3 geteilt durch 2, gleich x plus 4 geteilt durch 3. Wir brauchen diese Gleichung aber nicht zu lösen, denn wir wissen, wir sind in dem Fall, die Lösung ist diese hier, die einzige Zahl in der Lösungsmenge. Da m 1 ist, ersetzen wir hier drin m durch 1 und finden sofort, dass die Lösung 17 ist. Nehmen wir noch ein Beispiel, wenn m 5 ist. Wenn m 5 ist, sind wir wieder in diesem Fall. Die Gleichung wird dann zu 5x minus 3 halbe gleich x plus 4 Drittel. Die brauchen wir wieder nicht zu lösen, denn es reicht hier drin m durch 5 zu ersetzen. Das heißt, wir haben die Lösung der Gleichung dann sofort, 17 Drittel. Und darin liegt gerade der Sinn einer Diskussion von einer parametrischen Gleichung. Das ist, viele, viele Gleichungen genau derselben Art in einem Schlag zu lösen. Wenn m den Wert 10 hat, dann brauchen wir noch nicht mal die Gleichung zu schauen, wie sie aussieht, sondern wir ersetzen dann hier drin sofort m durch 10, und finden somit als Lösung 17/28. Okay, Vorsicht, wenn m den Wert 2 Drittel hat, dann sind wir im ersten Fall. Dann ist die Gleichung unmöglich. Parametrische Gleichungen diskutieren dient also dazu, viele Gleichungen derselben Art auf einen Schlag zu lösen.